Herrlicher Termin heute. Tolles Wetter, richtig guter Sonnenschein und ich habe neben mir den Erol Norman, Unternehmer in Düsseldorf mit Landencap. Unglaublich, was Erol gemacht hat. Er hat mitgeholfen, dass in der Stadt Taxis emissionsfrei fahren. Elektroantrieb. Unglaublich. Erzähl doch mal, Erol, was du so gemacht hast und was du noch weiter vorhast. Also wir haben zum 01.01.2021 mit unserem Familienbetrieb die Taxiruf Düsseldorf gegründet. Das ist eine neue Taxizentrale in Düsseldorf basierend, also eine neue private Taxizentrale basierend auf Elektrofahrzeuge unter anderem, wie zum Beispiel unsere Tesla-Taxen und unsere neuen Alleskönner, die London Cabs. Die sind barrierefrei, haben überall, alle Fahrzeuge von uns haben HEPA-Filter. Wir sind das größte private Taxiunternehmen in Deutschland, in Familienhand. Ich würde mich natürlich, oder wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn wir auf unserem betriebseigenen Gelände, was wir hier auch haben, das sind knapp 6000 Quadratmeter, unsere eigene Ladeinfrastruktur haben. Die würden wir auch gerne öffentlich anbieten, auch für andere Unternehmen. Davon abgesehen haben wir uns natürlich, abgesehen von der Corona-Krise, dass wir in den nächsten 2 Jahren komplett auf E-Mobilität umschwenken mit dem ganzen Fuhrpark und dann sogar noch den nächsten Schritt gehen würden in Sachen Wasserstoff. Ja, das wäre natürlich auch für uns der nächste Schritt. Und ja, also wir sind da auch sehr optimistisch. Die Kundenzufriedenheit ist, wie gesagt, da. Und ja. Und wir hoffen halt einfach, dass auch andere Unternehmen nachziehen und wir hoffen, dass auch Firmen und auch Hotellerie, Gastronomie sich auch einen Beitrag dafür leisten und uns unterstützen und emissionsfrei fahren, indem sie bei uns auch ihre Vorbestellungen, ihre Taxen bestellen. Wir wollen das unterstützen, indem wir dafür sorgen, dass die Verbesserungen kommen. Also wir mit Fördermitteln beispielsweise dafür sorgen können, dass diese Fahrzeuge, die ja relativ teuer sind, weil sie noch selten sind, dennoch bezahlbar werden, damit die Unternehmer dann noch was von haben. Und ihr alle habt was davon. Wenn ihr dann mal guckt, vielleicht könnt ihr bei euren Taxifahrten, die ihr habt, mal gucken. Vielleicht habt ihr Lust und Laune, mal mit so einem Taxi zu fahren. Im Übrigen, mich selber werdet ihr auch in einem Taxi sehen, weil es wird einen Tag geben, wo ich euch das anbiete, dass ihr mal mit so einem Taxi unterwegs sein könnt, mit mir gemeinsam. Und wir mal schauen, wie toll das ist, da so unterwegs zu sein. Und ihr werdet euch wundern, wie kurz der Wendekreis ist oder kleine Wendekreis ist, die ein solches Fahrzeug hat. Ich freue mich jedenfalls, dass es Unternehmer gibt, die trotz Pandemie durchhalten und weiterhin innovativ sind. Und Erol, da hörst du hundertprozentig dazu. Da gehe ich auch von aus. Auf jeden Fall. Okay, ihr Lieben, insofern, ihr werdet mehr von uns hören und sehen und lesen. Einstweilen einen schönen Nachmittag und wo immer ihr seid, genießt die Sonne. Taxiruf 714141.